Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bussimulator 21. Wir sind immer noch in Lakeside View, das haben wir aber jetzt abgearbeitet. Wir sind alles auf 5, da wo es hingehört. Den Norden haben wir jetzt durch. St. Anthony haben wir auch durch, komplett. Wenn ich das alles sehe, genau. Oakwood haben wir noch durch. Und West Oakwood gehört natürlich auch komplett uns, genauso wie der Highlander Park. Jo, ist auch alles mittlerweile abgearbeitet. Wir springen jetzt als nächstes nach Fisherman Point. Ist das richtig, müsste es eigentlich sein. Route 23 war das. Aber die heißt ja jetzt mittlerweile. Wo ist denn die? Kultebusch, Gold 1 auf 5, da ist sie. Genau, wir fahren zum rüber zum Fisherman's Point. Weil da geht es. Warte mal, ich müsste da jetzt mal. Fisherman Point. Kann ich da jetzt keine Schnellreise mehr machen? Fisherman Point. Guck mal, 2,1 Millionen haben wir mittlerweile. Kann ich nicht. Warum darf. Warum darf ich nicht zum Fisherman Point fliegen? Ich würde gerne. Entschuldigung, Sie mal her. So. Wir fahren rüber zum Fisherman Point, weil da stehen die nächsten Haltestellen an, die wir auf 5 aufwerten müssen, nämlich Gold Island und Coyote Wurst. Ich versuche jetzt mal so 2. So, jetzt will ich mich verarschen. Wo stehen sie denn? So. Fahren wir Route 23. Lass mich raten, ich stehe nämlich auf der falschen Seite. Das würde mich nämlich nicht wundern. So, was haben wir denn hier? Weko. Mein Alternativbus. Oh, wir stehen sogar. Wir stehen sogar perfekt auf der richtigen Seite. Sehr gut. Level 99. Was kriegen wir da mittlerweile pro? 1,8 Millionen. 1,8 Millionen oder so. So. So, Query. Ist die nächste Haltestelle. Verarschen? Wie seid ihr jetzt allein gestiegen? Willst du mich jetzt verarschen? Muss ich doch in die andere. Muss ich doch den Bus jetzt einmal drehen? Die alle falschen Bus. Oder wie was mal die. Ich mal die Wendestelle. Mit dem Gelenkbus. Willst du mich verarschen jetzt? Jetzt war ich doch auf der falschen Seite? Warum seid ihr sicher denn alle eingestiegen, alle? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber da vorne ist der. Gut, da vorne ist der Wendeschleife. Das heißt, ich muss jetzt einmal zurück. Warum der mich auf die falsche Seite setzt, das verstehe ich jetzt gerade einfach nicht. So, jetzt gehen wir hier rechts, dann fahren wir drüber einmal um und dann fahren wir rüber nach Query zurück. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Verarscht. Ich fahre jetzt in die falsche Richtung, ist mir egal. Ich komme so nicht in die Gasse rein. Ja, halt die Klappe. So. Gut. Dann fahren wir zurück nach Query jetzt. Ach ja, mit eurer Schatzbunde. Ist egal. Ist alles gut, ist es egal. Oh, ich hätte auf die falschen Leute. Die Leute steigen ja ein und fahren dann mit und wir müssen das ganze Ding erstmal da umdrehen. Okay. Dann weiß ich aber Bescheid, dass ich zumindest den Bus auf die falsche, auf die andere Seite stelle. Dass ich dann zumindest aus dem Bus aussteige und rübergehe, damit ich den die Leute mitnehmen kann. Das kann ja sein, dass ich die jetzt hinten einmal drehen muss. Okay, das sind sie nicht. Alles klar, da steckt keiner ein. Also hätten sie ruhig hier auf der Seite stehen können, das wäre super gewesen.
wäre es kein Problem gewesen, wenn man nämlich ein bisschen in Ruhe gedreht hat, wenn man Zeit gehabt, wir hätten die ganze Geschichte da oben gespart. So, jetzt müssen wir hier links rum. Natürlich jetzt einige Haltestellen rausgenommen, die wir noch nicht brauchen, aber ich sagte, wir wollen ja jetzt Gold Islands und so angehen. Dann hätten wir zumindest ein bisschen was so im oberen Teil schon abgeschlossen. Das kommt noch ein oder zwei Haltestellen sogar dabei, die. Ja. Ja, ist gut. Wir haben Zeit genug. Wo ist der Mucke? Wo ist der DJ hier? Muckemann, da. Das ist eine Muckefrau. Hier ist meine Fahrkarte. Und hier? Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs. Ja, hier. Die abgearbeitet. Moment. Du, hier, du, bitte. Du. Komm, einer noch. Bitte, bitte ist es einer. Oh. Keiner. Oh, okay. Ja, so. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir tatsächlich eine komplette Busladung zumindest mal haben, oder jeden Schwarzfahrer. Ist okay. So, nächste Haltestelle ist Quarry. Ja, die ganze Vorbereitung, das ist ein bisschen nervig. Das ist alles hochzufahren erstmal. Aber ist okay. Ein erfolgreiches Busunternehmen fährt auch solche Dinge tausendmal. Was haben wir denn hier? Quarry. Okay. Route wählen, dann haben wir die nämlich abgearbeitet und nämlich Quarry jetzt aus der Haltestelle raus. Einfache Fahrt, bitte. Quarry. Quarry. Quarry ist ja raus. Ist ja schon auf 5 jetzt. Dann kann man nämlich unten direkt weiterfahren. Perfekt. Die Leonard Street ist immer so schmuddelig. Vogelkacke überall. Aber das vergessen. Ich hab's vergessen bestätigen. Was denn heute? Scheiße. Sogar zu 4 rausgekommen. Eine Fahrkarte bitte. So. Gut, dann müssen wir so nochmal. So, jetzt müssen wir nochmal angehen. Ich will ja. Ich habe Corey jetzt noch nicht in der Haltestelle endlich bestätigt. Wo bist du denn, Kuddel? Community Bush. Allen. Okay. Perfekt. Genau, hier sind nämlich einige Stellen. Hier rechts zum Beispiel seht ihr das. Dass wir da noch Gebiete haben, die noch nicht ganz freigeschaltet sind. Die können wir per DLC freischalten. Ich überlege mir gerade, ob ich mir das nicht einfach mal noch hole, dass wir das noch machen. Weil es gehört irgendwo mit dazu. Also wir werden es nach der Abschlussmission machen. Wir werden es das DLC holen und dann werden wir es nach der Abschlussmission angehen. Da habe ich neun weitere Missionen mit drin und 20 Haltestellen insgesamt und 2 Stadtgebiete. Und das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun mit dem großen DLC hier bei Bus Simulator 21. Also gehört alles dazu. Und eventuell machen wir dann auch noch den anderen Stadtteil. So, aber okay. Jetzt mal das hier alles abschließen und dann sind wir zumindest mit dem Hauptteil durch. Okay, Goethe möchte noch, möchte nicht abgearbeitet werden. Warum auch immer der keine Meldung kriege gerade. Wahrscheinlich habe ich zu häufig abgefahren. Was ist das für eine Schüsse jetzt gerade? Nur hin, bitte. Auf 1, ja gut, okay. Das ist.
Das war nicht so oft angefahren, das heißt, wir haben noch ein bisschen. Naja. So, da sind wir wieder eingepennt. Ja. Manchmal sieht man das nicht direkt, ob die Leute eingeschlafen sind oder nicht. So. Das Gold Island Tourist Center. Jetzt von Gold Island zum Abfahren, weil das müssen wir nämlich auch noch machen. Gut, die Kürte Busch North, die ist noch nicht so häufig genutzt worden, die alte Stelle. Das heißt, wir brauchen da noch eine Weile, bis wir die auf 5 haben. Die können wir dann. Ich bin gerade vor der Autobahn runter. Ich bin hier abgewogen, aber so. Okay. Weine mal anders. Ja, hier müssen wir nämlich einmal außen rum. Das war das Thema auch. Also gut, alles würde ich gerne irgendwann abschließen. Das ist ein bisschen nervig, das Gebiet, weil es viele enge Straßen hat. Aber gut, es ist schon, wird schon länger. Das DLC möchte ich gerne mit euch. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt gerade gemerkt. So. Alles wieder kann ausgebaut werden. Auf 5! Das heißt, rote wählen. Ich kann das Gold Island Tourist Center mal rausnehmen. Gold Island Tourist Center. Ich brauche eine Fahrkarte. Mindestens regnet es nicht. Wo war denn? Island Inn, Gold Island Tourist Center. Das nehmen wir raus. Was ist die Lieblings-PC-Taste der Stadtreinigung? Die Leertaste. Oh Gott. So. Danke. Ich habe den Witz schon verstanden. Er war einfach unnormal flach. So. Ja, das Scheiße muss man erstmal kommen. So. Ich muss gerade überlegen, wo der Witz denn jetzt lang? Geradeaus oder? Ja, das Problem ist einfach, dass ich jetzt. Dass du mit deiner scheiß Karre hier mal weg musst. Ja, steh wieder die blöde Bild. Das kostet fast 300. Scheiß Karre da. North Harbor Bay. Ja, ich mache das jetzt immer wieder so, wie ich das vorher auch schon gemacht habe. Ich werde dann quasi die Haltestelle, die wir eh auch schon auf 5 fahren, werde ich dann quasi mit Mörderbändiger rauslöschen. Und, dann machen wir die Route immer ein bisschen ein Stück weiter kürzer und machen wir nicht so viel Zeit. Jetzt kriegen wir es ja hin. Es wächst ja, es wird ja. Es wächst. Und wir kriegen es irgendwann mal hin. Der Vorteil ist, dass, glaube ich, NPCs auch fahren, dass das auch ein bisschen was kostet. So, jetzt haben wir hier die nächste Haltestelle, die erst auf 4 geht. Okay. Nur hin, bitte. Okay. So. Gut, nächste Haltestelle ist West Cove. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Bist du nicht? Warte mal, Fahrgast muss aussteigen, ja, dann müssen wir das machen. Gehe ich gern spazieren und sehe mir die Kühe und Schafe Bauern an. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er ausgestiegen ist, aber wahrscheinlich hinten am Hecker oder so. Vielleicht stehe ich ein bisschen in der Kurve drin.
Control Directions mal Backstage getroffen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Okay. So, die nächste Haltestelle ist da oben. Das ist Westcourt. Die ist hinter der Kurve hier. Ich bin auch ganz ehrlich immer jemand raus. Klar, wie soll das denn? Nach dem Schwimmen immer und rollt sich auf meinem Handtuch trocken. Ja, deswegen sage ich ja, Ugon Island ist nicht so mein Lieblingsstadtgebiet, muss ich sagen. Arnold Park ist immer perfekt, aber. So, nächste Haltestelle. West Cove auch abgearbeitet. Sehr gut, dann kann man nämlich wieder bis. Hallo. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, du kriegst du gleich, wenn ich hier mal kurz ein bisschen die Route umgeplant habe. West Cove. Oh, wo sind wir denn hier? West Cove ist hier, ne? Ist das besser? West Cove ist raus. Erinnerung übernehmen. Ist mir egal. Ja. So, normale Fahrkarte. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Wird das riskieren? So. Hallo. Ich brauche technischen Support bei. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Okay. Eins. Weitere Option. Zwei. Zwei. Ja, du dämlicher Automat. Oh, die habe ich jetzt vergessen. Entschuldigung. Ich bin gerne Krankenschwester, aber freie Tage sind. Willst du jetzt nicht mit? Okay, du willst nicht mit. Alles klar. Dann. Ach, die wartet auf den nächsten Bus. Dann kommt schon der Kollege. So, was kommt? Old Silo. Da fährt, glaube ich, auch eine Linie hin. Ich glaube, die 7 fährt da hin. Natürlich kriege ich nicht alle Haltestellen, kann ich nicht alle Haltestellen auswendig. Oder beziehungsweise alle Linien, die auswendig. Dafür ist es mittlerweile echt zu viel. Aber wir kriegen schon irgendwo hin. Hier fahren wir mit der 23 gerade. Old Silo, auch weggearbeitet. So, Route 23. Coyote Bush, Gold Island. Ist jetzt auch nicht. Outsider, abgearbeitet. Coyote Bush North. Die hat doch eine Haltestelle. Oh, sogar. Alles gut. Ist mir sowas von scheißegal. So. Die Lieder von All Directions laufen überall. Es ist unmöglich, sie nicht zu hören. Ich habe sie bisher noch nicht gehört. Und aber ich würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich irgendwie dieses tatsächliche Fanbase irgendwie gibt für diese Band. Ob da irgendwelche Musik dazu kommt, weiß ich jetzt nicht. Hab ich muss ich zugeben, dass ich damit bisher mehr verfolgt habe. Nur hin, bitte. So, danke. Danke. So, jetzt gucken wir mal wegen der Musik hier. Du bist das. Nö, no, kein Problem, alles gut. Ich sag's ja nur. So, ihr wartet auf den anderen Bus, alles klar. Ihr werdet uns eingestiegen, weil dahinter steht schon der Kollege. Der wartet nämlich auch schon, dass er seine nächsten Fahrgäste mit annehmen kann. Und diese Route hier, diese Haltestelle hier bedienen kann. Island Inn. So, und dann sind wir durch mit der Route, dann geht's zurück zum Fisherman Point. Da, der ist nämlich auch erst. Warum auch immer eingehende, ausgehende. Warum auch immer. Na gut, ausgehende, ne? Liegt daran, dass wir in die Haltestelle, dass das quasi die Haltestelle ist und dann wie quasi jetzt leerfahren zurück zum Fisherman Point fahren. So, dann fahren wir hier ein bisschen rechts. Jetzt verstehe ich gerade, was er meckert, was er meinte. Also, da habe ich gedacht, ja, es generiert keine Nachfrage. Ist aber auch egal. Es
soll ja auch keine Nachfrage generieren. Das Ding soll ja auch nur dazu da sein, die aufzuwerten, die alte Stellen. Nee, ist es ja nicht. So, und hier steht wahrscheinlich schon wegen. Endstation. Bitte alle aussteigen. Außerplanmäßig? Ist nicht außerplanmäßig. Ach, egal. Island Inn. So, kann ich die nicht auswerten? Aufwerten? Alle Inn? Island Inn. Island Inn. Ach, die ist schon auf 6. Island Inn. Gut, ist egal. Nicht schlimm. So, gerade ob hier noch jemand. Du wirst jetzt? Nö, eigentlich nicht, ne? Gut, perfekt. Gut, dann haben wir das auch. Dann fahren wir nämlich jetzt in der Fahrt zurück zu. Nach Fisherman Point. Und fahren die ganze Show so nochmal. Nächster Halt. Fisherman Point. So. Gut. Ja, wir gehen alle jetzt. Das wird eine Weile dauern, bis wir die hier haben. Also sind jetzt ein paar Stellen, glaube ich, noch zugekommen. Zwei oder so. Die wir jetzt noch aufgewertet haben. Ich nehme ja auch die Haltestellen, die wir zum Beispiel, die schon auf 5 sind, nehme ich ja gar nicht mehr in den Liniennetzplan rein. Auch wenn die NPCs die fahren nicht. Deswegen muss ich ja Stadtteil für Stadtteil auch abfahren. Jetzt da nochmal lang. Achso, du musst hier vor. Ach, du gehst. Stimmt, vor der Haltestelle links hoch. Oh Gott, das ist ein bisschen kompliziert alles gemacht hier. Also, wir fahren jetzt zum Fischermannsplatz zurück und dann fahren wir die Haltestelle noch. Diese Strecke noch einmal, aber die fahre ich dann. Die fahren wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, gucken wir mal, wie lange die Folgen sind jetzt. Ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt, weil ich angefangen habe. Ich habe jetzt mal meinen Wecker neben mir stehen. Aber. Habe ich jetzt nicht geguckt, wann wir angefangen haben. Deswegen weiß ich auch nicht, wie lange wir jetzt dran sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir leider nur einmal pro Strecke die abfahren können. Aber ist egal. Es ist ja immer so, dass wir mehrere Folgen pro Aufwertung benutzen. Pro Stadtteil. Es ist nun mal einfach so. Aber Park zum Beispiel brauchen wir ja nicht mehr. Das ist so die einzige, einer der wenigen Haltestellen, die wir neben denen jetzt in den letzten Folgen abgearbeitet haben. Die wir jetzt in den letzten Folgen abgearbeitet haben, die brauchen wir ja auch nicht mehr. Das sind ja einige schon mittlerweile. Oakwood, Best Oakwood, St. Anthony, Lakes and View und was sie nicht alle haben. Das sind so die Haltestellen, die wir mittlerweile durch sind. Deswegen baue ich ja immer zwei Haltestellen pro. Oder zwei Stadtteile pro Haltestelle, pro Dings rein. Gut, bei Helena Park habe ich nicht gemacht, aber mittlerweile lernt man so ein bisschen draus. Jetzt hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Ich sage ja, das ist eine ordentliche Strecke, ne? Als Leerfahrt jetzt von Good Island zurückzufahren. Wir sind ja gleich da. Das könnte was eigentlich. Ach, funktioniert. Oh, gerade so, aber auch. Also ich muss jetzt hier tatsächlich zurück. Muss jetzt hier tatsächlich drehen. Dann wieder. Ja, natürlich. Die Säcke stehen alle auf der falschen Seite. Auf der anderen Seite wäre es sinnvoller gewesen. Alles gut. Oh, die Haltestelle kann ausgebaut werden. Gut, das Thema gehen wir dann in der nächsten Folge an. Bis dahin und auf Wiedersehen beim Bus-Simulator 21.